Café Odeon, der neue Schweizer Film der Gloria. Ein Film, der mitten in das aufregende Leben der Großstadt hineingreift. Im Mittelpunkt unser Emil Hegetschweiler als lebenserfahrener Odeon-Kellner Walter. Margrit Winter, eine der beliebtesten Schauspielerinnen unseres Landes. Und Erwin Kohlund in der Rolle eines Professors, der schicksalshaft in das Geschehen eingreift. Eva Langgraf, ein neues Gesicht im Schweizer Film. Hans Gaugler, der durch seine überzeugende Gestaltungskraft unvergesslich bleibt. Im Milieu der großstädtischen Halbwelt begegnen wir Blanche Aubry und der jungen Schweizerin Sylvia Frank. Café Odeon, eine spannende, mit dramatischen Akzenten reich befrachtete Handlung, die sie mitreißen wird. Drehbuchautor und Regisseur Kurt Früh hat ein Thema aufgegriffen, das in die menschlichen und moralischen Untergründe der Großstadt hineinspielt. Du, das ist eine neue. Du, die hat doch da nicht verloren. Hast du die schon mal gesehen? Tanzwidrig, tanzwidrig. Das ist eine schöne Robbistasse. Warum hast du denn das gesagt? Hans, ich will ja wieder zu dir. Jetzt habe ich dich. Herr Seller! Sie verstehen ja alles ganz falsch. Perfekt! 5 Stangen Hell und 3 Schinkenbrot. Nicht so laut. Ich meinte, er hat seine Stimme verloren. Der neue Gloria-Film Café Odeon wird auch Sie ergreifen, erheitern und erschüttern.